So, okay, jetzt muss ich dich aber leider hier lassen. Bye, bye. Ich muss nämlich auf das Schiff rauf. Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach darüber schwimmen kann. Ich kann gar nicht auf das Schiff rauf. Ist das nicht das Schiff, von dem die gesprochen haben? Doch, ich kann doch drauf. Aber ich kann es in dem Sinne nicht benutzen. Das ist... Moment. Kommando übernehmen. Ah! Okay. Du fliegst zum Haus von Odysseus auf einem winzigen Boot. Okay, das ist beschleunigt. Ich soll Poseidon nicht zu verärgern. Das hinten sieht mir so noch ein Kampfschiff aus, deswegen... So, Ikarus. Ikarus. Okay. Ja, deswegen Kampfschiff. Und da muss ich rein. Eieiei. Elpenor sagte die Wahrheit. Okay, das sind dann doch jede Menge Ziele. ja. Nein. Ich wollte auch nicht den rufen. Gucken, wie wir jetzt da am besten hochkommen. So. Wir sind jetzt auch keine in direkter Nähe. Die sind aber sehr, sehr nah beieinander. Das ist gar nicht gut. Da unten sehen die mich auf jeden Fall. Nein, eigentlich wollte ich scannen. Eigentlich wollte ich nicht. So, da hinten haben wir einen Hund. Da ist natürlich da, wo ich jetzt bin, derjenige, der... nein, das solltest du eigentlich nicht. Der am schwierigsten sein wird. Naja, aber so richtig nah ranzoomen kann ich die auch nicht, komischerweise. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Okay, ich habe die jetzt aufgescheucht. Das ist nicht gut. In den Weg nach Norden, dort findest du den Ziegenhof. Sie gab ihm eine Verkleidung, um seine Frau zurückzugewinnen und ihre Freier zu töten. Deine Belohnung findest du auf einer geschlachteten Ziege. Okay. Jetzt stehen sie alle dumm rum. Aber trotzdem nicht gerade wenige, die ich jetzt da hinten habe. Ja, geht mal schön wieder. So ist gut. So ist gut. Okay, dann kann ich da jetzt erstmal wieder hoch.
Hier geht einer hoch. Na? Na? Oh nein, jetzt kommen sie hier rum. Bewegung. Yep. Kann ich durchziehen? Ach, da ist noch ein Bogenschütze mit dabei. Wo sind die anderen denn jetzt hin? Was war das? Meinst du? So was Erbärmliches habe ich noch nie gesehen. Sagt jemand, der sich hier nicht hochtraut. Haha. Oh, ich werde sie schon finden. Komische Frage. Ich hätte dort nicht mal gesehen, hm? Aber wo? Das ist ja süß. Meinst du? Für dich sollte ich eigentlich nur noch einen Treffer brauchen. Ja komm, geh raus. Los. Geh raus. Was ist eigentlich mit denen? Die sind gar nicht hier vorne drunter. Ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht, die sind hier drinnen. Hallo, geh mal ein Stück nach hinten, dann kann ich dich besser erwischen. Och Leute, euer Ernst jetzt. Irgendwann geht ihr das Glück schon aus. Der ist schon mal platt. Ja, die sind tatsächlich nicht hier. Ich habe so lange auf Kephallenia gelebt und wusste nicht, dass der Palast des mächtigen Odysseus hier steht. So. Ja.
Wir mal gucken. Da unten ist dieser... Der Chef, sozusagen. Da hinten können wir aber noch rum. Ja, den Chef müssen wir ja nicht unbedingt direkt auf uns setzen. Und ich bin ja die ganze Zeit so vorsichtig vorgegangen, weil ich gedacht habe, hier vorne ist eine ganze Meute drin. War das auch wieder nix. Kann ich von da oben besser? Nee, oder? Ja, ich habe vergessen zu drücken. Ich weiß, ich weiß. Kriege ich den jetzt überhaupt von hier aus? Ach nee, da muss ich hin, ne? Die sind so blöd gepanzert. Ja, ja. Ich habe nur keine Lust, mich mit euch allen gleichzeitig anzulegen. Scheiße, bleibt wachsam oder ich brate eure Gedärme in der Sonne. Schon dabei. Dass sie Gedärme braten oder dass sie wachsam sind. Noch immer kein Zeichen? Keine Spur. Macht weiter. Wir müssen ganz nah an der Ratte sein. Du entkommst nicht. Ich glaube nicht, dass Ratten mit Pfeile schießen können. Was gibt's Neues? Nein, ich sehe nichts. Werdet bloß nicht müde. Ich peitsche euch auf. Jawohl. Mann ist gestorben. Die Befiederung ist mir unbekannt. Was? Wir müssen sie finden. Komm schon. Ja, geht klar. Du musst doch etwas sehen. Nicht zu sehen. Gut. Tut mir leid, Hühnchen. Bald werden wir eine Spur finden. Der Schütze ist da drüben. Ja, ich glaube, der hat mich jetzt wirklich gesehen. Ich muss wachsam sein. Siehst du die Ratte? Nicht zu sehen. Der Gegner ist nicht ganz kalt. Ungefährlich. Sei vorsichtig. Also gut. Hallo. Das sollst du blocken? Tolles Blocken, ehrlich. So, wo sind die anderen? Ah, das ist weit weg. Okay, ich weiß nicht genau, wo die sind, aber sie sind auf jeden Fall zu weit weg. Würde ich gerne, wenn ich was sehen würde. Oh, scheiße.
Falsche Taste. Verschwinden wir von hier. Schön. Kannst du kämpfen? Aber natürlich. Ah, cool. Sie kann kämpfen. Was hat sie? Wo ist sie? Da hinten. Okay. Ich soll dir folgen? Okay. Danke. Kaum zu glauben, dass sich diese Malakas an mich anschleichen konnten. Ithaka ist ein gefährlicher Ort, wenn man allein unterwegs ist. Du bist auch alleine unterwegs. Tja. Du hast recht. Ich kann nicht allein gegen ein Lager voll Banditen kämpfen. Hilfst du mir, zu Odysseus Palast zu gelangen? Ich bezahle dich. Ach, du schaffst es auch allein. Nein, ich helfe natürlich. Ich bringe dich zum Palast. Nun, dann habe ich Glück. Wie soll ich dich nennen? Cassandra. Ich bin Odessa. Benannt nach dem großen Odysseus. Was willst du denn da oben? Ich bin eine Nachfahrin von Odysseus. Ich bin auf Pilgerreise. Du bist eine Nachfahrin des früheren Königs von Ithaka? Und des Mannes, der das trojanische Pferd gebaut und den Kyklopen besiegt hat. Der bis zum Land der Lotusesser gereist ist. Um den es in der Odyssee geht? Ja, bin ich. Warum? Du bist nicht die Erste, die das behauptet. Mehr nicht. Nun, ich muss meine Abstammung wohl nicht beweisen, um zum Palast zu kommen. Wir sollten zum Palast, solange wir können. So, das heißt jetzt, was? Beziehungsweise wo? Das ist der Palast. Also quasi geradeaus durch, wenn man so will. Ja, das ist gut. Die läuft da einfach durch und ich kann hier nicht einfach so durch. Du bist tot. Hey, was ist das? Ja. Oh, Scheiße. Oh, okay. Ach, den hat sie schon. Fleisch und Blut. Oder in Stoff. Was auch immer. Das ist er? Das sind nur Trümmer. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Etwas Größeres? Meine Eltern nannten mich Odessa. Nach dem großen Odysseus. Ich dachte, wenn ich herkomme, könnte ich ihn besser verstehen. Und? Tust du? Ganz und gar nicht. Bring mich zu meinem Boot. Dort bezahle ich dich. Okay. Dann lass uns kurz gucken, wo dein Boot ist. Ich denke mal, dass das jetzt ihr Boot ist. Aber ich muss der sowieso noch folgen, ne? Wo läuft die hin? Ich wollte Geld holen. Hier, das ist für dich. So eine Enttäuschung. Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Das brachte ihm viel Ärger ein. Und machte ihn zur Legende. Du siehst niedlich aus, okay? Wenn du es weiter versuchst, kannst du es schaffen. Wenn du aufgibst, garantiert nicht.
Du bist die Erste, die mich derart ermutigt. Denk daran, es ist allein deine Entscheidung. Ich suche nach Größe. Danach sehne ich mich schon mein ganzes Leben. Ich will nicht so enden wie alle um mich herum. Zufrieden mit ihrem langweiligen Leben, bis sie tot und vergessen sind. Wenn du Odysseus Größe suchst, musst du es auf deine eigene Art schaffen. Er war berühmt für seine Gerissenheit. Was hast du schon erreicht? Ich bin den ganzen Weg hierher gereist. Zu den Ruinen von Odysseus Leben, nicht um dein eigenes zu leben. Ich sollte es besser wissen, als den Rat von Söldnern zu suchen. Lass mich. Okay, sie hat es jetzt zickig gesagt, aber im Endeffekt war es ja richtig. So, damit haben wir dann auch die kleine Odyssee hier abgeschlossen. Und sind nochmal ein Level aufgestiegen. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, dass wir mal eben kurz reingucken. Im Inventar nichts Neues. Doch, Moment, der Bogen. Nö. Hä? Was soll daran jetzt neu sein? Beutel durchsuchen? Bodenloser See, tödliche Anziehung. Obsidianauge, geplünderte Opfergaben. Penelopes Totentuch. So, oha. Ja, wir haben... Wir hätten schon längst das Schwert wechseln können, glaube ich. Ach du Schande. Okay, gut, das ist jetzt Attentatschaden. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir das nehmen. So, dann Keule ist nicht besser. Kann ich hier runterscrollen? Ja. Kriegsspeer könnte man auch mitkämpfen, möchte ich aber nicht. Beziehungsweise, ist das die Zweithand? Nee. Den Speer nimmt die immer, glaube ich, ne? Den kann man nicht ändern. So, bei den Fähigkeiten gucken wir jetzt nochmal eben. Also das mit dieser Fähigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von. Oh, wir haben jetzt aber eine zweite Reihe freigeschaltet. Ein greller Blitz macht nahe Ziele für 6 Sekunden benommen. Die Benommenheit, ändert, wenn du sie angreifst. Du kennst dich bestens mit Giften aus, wirft den Speer aus einer auf einen entfernten Gegner, um 100% Attenschaden anzurichten. Okay. Zerbrich kleine Schilde. Halte deine Waffen sauber und scharf. Erhöht den Kriegerschaden um 20%. Das ist natürlich nicht schlecht. Lebe weiter, um weiter zu kämpfen. Fülle 25% der maximalen Gesundheit wieder auf. Das im Laufe des Spiels, das ist natürlich auch nicht schlecht. Einen mächtigen Pfeil. Erfasse bis zu 4 Gegner gleichzeitig. Betäubungspfeile. Ja, ich würde normalerweise sagen, wir nehmen die 20% mehr Kriegerschaden. Das hört sich eigentlich am besten an. So, beim nächsten sind es dann 30%. Ja. Wieso steht jetzt immer noch bei Fähigkeiten Ausrufezeichen? Keine Ahnung, weil ich da irgendwo drauf gehen sollte. Ich weiß es nicht. Ich würde dann einfach mal sagen, dass wir an dieser Stelle dann auch mit der Episode aufhören und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.